herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jo Bauer ist bei mir, du warst schon mal bei mir und ihr habt dieses Netzwerk, wo man sich sozusagen gegenseitig hilft. Und ja, ich würde gerne mal hören, was ist seit der letzten Sendung oder seit der ersten Sendung passiert? Gibt es da neue Entwicklungen und gibt es Zuspruch? Was ist passiert? Ja, vielen Dank. Die Welle ist gekommen. Und da gibt es tatsächlich eine Riesenresonanz aufgrund des Interviews, was wir miteinander geführt haben. Und das hat auch zu ganz, ganz erheblichen Konsequenzen geführt in unserer Organisation, weil wir einfach gesehen haben, wo liegt der größte Bedarf. Ja. Ich möchte gerne noch eine ganz wichtige Sache ergänzen heute hier. Dass so wie wir unterstützen, wie wir das ja in unserem Logo auch klar zum Ausdruck bringen, das heißt, wir erinnern uns von Herz zu Herz, ja, das ist für mich heute auch ganz wichtig, dass das auch heute hier so rüberkommt. Ja. Wir sind Menschen, die andere Menschen oder Lebewesen unterstützen, ja, indem wir uns aber gegenseitig erinnern, uns nicht irgendwie über oder unter irgendwen stellen, sondern wirklich auf Augenhöhe uns hier begegnen. Und das ist auch mein Anliegen, heute diese Information hier so zu platzieren, dass es für uns alle, ja, eine Erinnerung ist, die hoffentlich wirkt. Ja. Ja. Also die erste Sendung hatten wir genannt, dass wir... Wir Energie, das heißt, zusammen sind wir stärker, weil wir in Resonanz sind und dann können wir mehr erreichen, als wenn wir gegeneinander sind. Das ist ja auch physikalisch, kann man sich gut vorstellen. Du hast einiges mitgebracht, wahrscheinlich um das nochmal zu erklären. Ganz genau, und es geht tatsächlich darum, heute hier mit dir gemeinsam für... alle Lebewesen eine Unterstützung zu liefern, dass es tatsächlich um das Miteinander geht. Ja. Ja, das ist das A und O. Es geht wirklich nur in einem Miteinander. Ja? Und dieses Miteinander, da haben wir einfach ein paar Dinge vorbereitet, die auch zum Beispiel in Gedenken an Emoto sind. Der ist leider am 17.10. diesen Jahres verstorben. Und für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen, er hat maßgebliche Informationen für uns alle geliefert über das Wasser. Ja? Ja. Und wir bestehen nun mal alle zumindest 75% aus Wasser. Unser ganzer Planet Erde besteht zu 75% aus Wasser. Und wenn wir unser Wasser, auf Deutsch gesagt, bestens informieren, dann tun wir eine ganze Menge für unser Miteinander schon. Das heißt ja auch nicht, er hat ja halt nur Wasser erforscht, das heißt aber nicht, dass andere Substanzen nicht auch Energien und Gedanken und alles aufnehmen und auch in gewisser Weise bewusst sind und sich verändern durch unseren Umgang. Das heißt, ne, er hat es am Beispiel des Wassers sichtbar gemacht und nachgewiesen, was natürlich toll ist, diese Eiskristalle unter dem Mikroskop, wo man dann gesehen hat, was weiß ich, ein See, der verschmutzt war, hatte eben sehr hässliche Strukturen gebildet und dann hat da ein Priester gebetet oder was auch immer. Ja. Und dann ist auf einmal wunderschöne Kristalle rausgekommen. Unterschiedliche Musik wirkt sich eben unterschiedlich aus, unterschiedliche Worte. Das heißt, allein wenn ich auf das Glas Liebe schreiben würde und auf deins Hass, wäre jetzt nicht gut für dich, denn das Wasser hätte eine andere Qualität als das. Und das hat er eben nachgewiesen. Aber das bezieht sich eben nicht nur auf Wasser, glaube ich, sondern eben auf alles, was ist miteinander verbunden. Das heißt, wir können es informieren. Exakt. Und darum geht es, um dieses Miteinander sehr, sehr deutlich darzustellen, was es für eine Konsequenz hat, weil ganz genauso, wie du beschrieben hast, es limitiert sich nicht nur auf Wasser, sondern es geht um alles, was ist, ja? Alles, was ist, hat entsprechende Informationen und Schwingungen. Und genau darum geht es, dass wir, wenn wir uns miteinander unterstützen
wollen, ja, dann können wir das erfolgreich nur dann tun, wenn wir miteinander schwingen. Ja. Und dazu habe ich ein Beispiel mitgebracht, was ich gerne kurz erläutern möchte. Und dann ist es, denke ich mal, auch ein Bild für alle sehr, sehr gut verständlich. Okay? Ja, ja. So, und dieses Beispiel, das hängt hier mit dieser wunderbaren Banane zusammen. Ja, die ist jetzt aus Holz und ich bezeichne die jetzt einfach mal als faule Banane. Ja, okay. Und das Beispiel geht so, du gehst zu irgendeinem Laden und kaufst dir Bananen, ja? Ja, kommst nach Hause und ich bin zu Besuch, ja, und packst die Bananen aus und stellst fest, ups, 9 gute Bananen und eine schlechte. Ja, ja? Jetzt zeigst du mir die schlechte Banane und sagst, schau mal hier, ich habe gerade ganz frisch, ja, im Bioladen, wo auch immer, Bananen gekauft und habe hier eine faule Banane dabei. Ja. Ist ja wohl Wahnsinn. Ja? Okay. Jetzt gehe ich mit dieser Information nach Hause. Ja. Ja? Und nach 3 Wochen habe ich Besuch, ne? Da ist wegen mir der Alexander Vagant da, ja, und wir beide sitzen am Tisch und ich hole jetzt einen leckeren Joghurt raus, den ich jeden Tag esse. Ja? Und schubstiwups, guck in meinem Joghurt, plötzlich merke ich Joghurt nicht gut. Ja. Ja, jetzt zeige ich das dem Alexander Vagant und sage, schau mal hier, schlechtes Joghurt, ja? Ja. In dem und dem Bioladen gekauft. Ja? Und weißt du was, vor 3 Wochen, da war ich beim Joe Conrad. Da hat der da schon faule Bananen gekauft, ja? Okay. Und jetzt halten sich wahrscheinlich oder halten mich vielleicht alle für Banane, bin ich aber nicht. Sondern dieses Beispiel ist ein repräsentatives Beispiel für mindestens 90-99% unserer aktuell gelebten Kommunikation. Ja. Nämlich, wir berichten, ja, über die faule Banane. Anstatt über die 9, die gut waren. Die waren nämlich auch da. Und die 364 Joghurts, die ich jedes Jahr esse, die gut sind. Ja. Ja? Und die wichtigste Frage, die wir uns dann gestellt haben, ist die, was haben wir mit dieser Information erreicht? Ja. Ja? Wenn du mir sagst, schau mal, hier eine faule Banane, ja? Habe ich dann eine gute dadurch? Nein. Ja, wenn ich das 3 Wochen später einem Alexander Vagant oder wem auch immer erzähle, ja, was hat der dadurch? Hat der dadurch gute Bananen? Nein. Ja. Wir gehen her und setzen Informationen ab, ja. Ja, die ich jetzt mal grundsätzlich als faule Banane bezeichnen will. Ja? Ja, ja. Und was wir dadurch erreichen, ist Entschuldigung, eine ganz konsequente Resonanz, ja, bei uns allen. Und das kann man sehr, sehr einfach an einem Beispiel deutlich machen, wenn man hier Stimmgabel nimmt. Ja, ich bitte dich mal die gleiche kurz mal aufzunehmen. Okay. Ja, diese beiden Stimmgabeln schwingen im gleichen Ton. Ja. Okay. Und wenn ich jetzt diese Stimmgabel anschlage, du kannst mal hören, ob du irgendwas hörst. Bis jetzt noch nicht. Also ich mache sie mal ins Mikrofon. Genau, ja, genau. Und wenn ich diese Stimmgabel jetzt anschlage und höre die, man könnte das hier im Mikrofon hören, und ich gehe jetzt an deine Stimmgabel ran, ohne sie anzuschlagen, hör mal, hörst du, dass sie auch schwingt? Ja? Diese beiden Stimmgabeln schwingen miteinander, ja, weil sie den gleichen Ton haben. Ja. Ja. Diese Stimmgabel, die einen anderen Ton hat, schwingt jetzt nicht mit. Ja. Gerne mal, kein Problem, kannst du hören, da gibt's nichts. Ja. Das bedeutet, wenn wir entsprechend eine Information geben, ja, dann schwingen wegen mir alle faulen Bananen mit, weltweit, universumsweit. Ja. Ja? Oder gebe ich eine Information über die ganzen guten Bananen. Ja. Und das ist wichtig, ja? Dass uns das einfach wieder komplett in der Erinnerung bewusst ist, was erzeugen wir und in welchem Maße erzeugen wir das. Ja? Und das bedeutet hier über das Resonanzgesetz, ja, dass wir weltweit, universumsweit eine Resonanz erzeugen, sowohl im Positiven
als auch im Negativen. Ja? Das ist ja, wenn Menschen sich unterhalten, du hast es auch gesagt, die meisten Menschen sind so, man trifft sich, wie geht's? Oh, auch nicht so gut, und ich hab Rücken oder sonst was. Und dann, ah, ich habe ja auch, und ich war beim Arzt und der hat gesagt das und das. Und dann, genau. du kennst alte Leute, wenn die sich zusammensetzen, die reden die ganze Zeit über ihre Zipperlein und das schlechte Wetter. Genau. Ne? Und du hast vollkommen recht, das machen wir alle gerne, dass wir dann damit in Resonanz gehen sozusagen. Genau. Und damit machen wir es natürlich überhaupt nicht besser, sondern erzeugen im Grunde Absolut. Das Feld, dass wir vielleicht dann auch noch Absolut. Und dafür werden. Haben wir ganz klar etwas visualisiert. Das bitte ich dich mit mir gemeinsam einfach mal hochzuhalten. Ja? Und dann kann man es sehr, sehr deutlich erkennen. Wir haben also die freie Wahl, ja, uns zu informieren über die faule Banane, ja. Wir haben die freie Wahl, uns zu informieren über die ganzen guten Bananen, die es gibt, ja. Und wir wissen alle, dass wir als Ergebnis, wenn wir die faule Banane als Information weitergeben, dann entstehen rote Gesichter, ja. Wenn wir die gute, die Energie weitergeben, die wir Energie weitergeben, dann entstehen grüne Gesichter, ja. Und daraus leiten sich zum Beispiel rote Boote ab. Ja, das heißt, Menschen, die alle irgendwie gegeneinander sind, die gegen Tiere sind, die gegen Pflanzen sind, ja, und so weiter und so weiter. Und grüne Boote ab, die miteinander in eine Richtung rudern, ja, für den Frieden als Beispiel. Ja, ja? Okay. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen komplett bewusst sind. Ja. Ja? Also sprich immer wieder, eine ganz klare Information, ja, die guten Bananen, ja, um die geht es. Ja, das ist die Wir-Energie. Das denke, erzeugt das ist, ein Miteinander. Ist klar geworden. Ja. Okay, nun sag doch mal, wie da klappt das bei euch denn mit dem Netzwerk? Die Idee dahinter ist klar und das Prinzip kann man verstehen. Genau. Ich glaube, da kann niemand wirklich was gegen sagen. Nur wie kann man das umsetzen jetzt miteinander? Wie klappt das organisatorisch? Was passiert da? Okay, da gibt es eine ganz deutliche Antwort drauf. Wir erfassen ja mit den Menschen die Wünsche, die sie haben. Ja? Ja. Und zwar die Wunscherfüllung und die Fähigkeitserfüllung. Also, was haben die Menschen für Wünsche? Und welche Fähigkeiten haben sie? Diese Information ist so wertvoll, dass sie maßgeblich sowohl die eine als auch die andere Seite beeinflusst. Ja? Wenn ich hergehe und schilder mir eine Wunscherfüllung, die das Gegenteil von Frieden ist, ja, dann erzeuge ich genau das. Ja? Gehe ich her und erzeuge das Gegenteil von Liebe, ja, dann vermehre ich das. Ja, und so weiter und so weiter. Und darum haben wir entsprechend eine Datenbank aufgebaut, die sich damit komplett beschäftigt, die Dinge zu sehen, ja, die uns wirklich wichtig sind, die wir uns wirklich wünschen, weil wir informieren uns mittlerweile völlig unbewusst über Dinge, die wir uns gar nicht wünschen. Ja? Ich gebe ein konkretes Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen die Menschen, die sich für den Frieden einsetzen und sich montags treffen, ja? Ja. Dann schaut euch an, wie diese Treffen genannt werden. Ja? Mhm. Die Worte dafür haben also sehr wenig mit Frieden zu tun. Ja? Die Dinge, die dann kommuniziert werden, haben ganz häufig genau mit dem Gegenteil zu tun. Ja? Es werden Dinge geschildert, die wirklich überhaupt nicht zusammenpassen. Also es wird die faule Banane geschildert, ja? Und jetzt überlegt euch mal, wenn wir hergehen und informieren uns immer wieder über sogenannte faule Bananen, ja? Dann haben wir doch keine Lust, mit diesen Menschen miteinander zu agieren. Ja, und das ist wieder genau das, was seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten auf diesem Planeten passiert, dass wir nicht miteinander, sondern genau das Gegenteil erzeugen, ja, indem wir uns immer wieder Informationen geben, ja, die genau für das Gegenteil stehen. Und da können wir maßgeblich verändern, weil wir ja durch die Wunschbeschreibung, ja, richtig Einfluss darauf nehmen, auf unsere Schwingungen.
Ja? Da können wir jetzt hergehen und sagen, was wünschen wir uns denn wirklich? Natürlich wünschen wir uns, ich sage immer dazu, den göttlich allerbesten Frieden. Ja? Oder zum Beispiel, also diese Wunschformulierung kann ich ganz klar benennen, das kann nämlich dann jeder machen. Ja? Wir gehen einfach her und sagen, wir nutzen oder wir leben in Liebe und Dankbarkeit, ja, den göttlich allerbesten Frieden. Ja? So, wir leben in Liebe und Dankbarkeit am göttlich allerbesten liebevoll zusammen, ja? Oder dankbar zusammen, ja? Oder freundschaftlich zusammen und so weiter und so weiter. Und wenn man das so klar und deutlich formuliert, dann kriegst du genau die Schwingung, die du haben willst, ja? Und die geht weltweit, die geht universumsweit, die geht überall hin und hat richtige Einflüsse. Und wir alle sind ganz oft damit beschäftigt, mit dem Gegenteil zu begründen. Ja? Immer wieder und immer wieder. Aber das, was unsere Wunscherfüllung ist, ist doch Gesundheit und nicht das Gegenteil. Ja? Ja. Okay? Aber es geht ja um das Netzwerk, da möchte ich eben, wie man es konkret macht. Die Theorie ist total einleuchtend und ich glaube, da kann niemand widersprechen. Nur wie macht man es in der Praxis? Wir hatten in der letzten Sendung ja schon aufgezeigt, dass man jetzt nicht sagt, immer aus einer Position des Mangels, mir fehlt das und das und das, sondern ich habe ja auch was. Ich kann zum Beispiel Tischlern oder ich kann Gartenarbeit machen oder ich kann das und das. Also das geht alles ins Netzwerk rein. Das heißt nicht der Mangel, weil viele Leute haben heute das Gefühl, es ist von allem zu wenig da. Das hat natürlich auch mit dem Geldsystem und dem gesamten System zu tun, wo überall rausgezogen wird. Ja. Das heißt, ganz viele Menschen haben ein Gefühl, es reicht nicht fürs Leben. Und da ist jetzt wichtig zu sagen, man kann das formulieren und sagen, ich habe zwar das und das, mir fehlt das und das und das, aber auf der anderen Seite habe ich auch was zu bieten. Und viele haben das Gefühl, das ist heute nichts mehr wert. Also sie muss, dass ich vielleicht irgendwo mal auf ein Baby aufpassen kann oder was. Das hat eigentlich keinen Wert in dem Sinne, aber es hat natürlich einen Wert. Und Absolut. Bei euch kommt das alles sozusagen in die Datenbank, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann guckt, der eine sagt, Mensch, ich kann dir zwar helfen bei deinem Computer, aber ich brauche ab und zu mal jemanden, der auf meine Kleine aufpasst, wenn ich irgendwie abends aufs Seminar gehe. Und dann kommen die zusammen und ergänzen sich gegenseitig. Genau, und dieses Zusammenkommen, das organisieren wir in der Form, dass wir die sogenannte dritte Partei, die dritte Energie einsetzen dazu. Das nennen wir die sogenannten Tipppartner oder Botschafter, ja, mit Doppel-O. Wir sitzen alle in einem Boot, ja, und das Boot heißt Erde, ja. Und genau das ist für jeden Menschen möglich. Ich mache das konkret an einem Beispiel deutlich. Wenn ich dir oder anderen Menschen eine endlos Liste an Wünschen zur Verfügung stelle, ja, und eine endlos Liste an Fähigkeiten zur Verfügung stelle, dann ist jeder Mensch in der Lage, immer die Verbindungsbrücke zu legen zwischen demjenigen, der sich etwas wünscht, und demjenigen, der diesen Wunsch mit seiner Fähigkeit erfüllen kann, ja. Und das machen wir nicht computergesteuert, ja. Das könnten wir natürlich über unser Datenbanksystem, aber das machen wir bewusst nicht, weil die dritte Funktion dann plötzlich eine unglaubliche Bedeutung annimmt. Nämlich derjenige, der die Verbindungsbrücke zwischen dem Wünschenden und dem Wunscherfüller legt, ja, der erhält plötzlich ein Erfolgserlebnis ohne finanziellen Einsatz. Ja. Ja, also, das ist wichtig. Da kann jeder also auch sagen, du hast gesagt, du hast Probleme mit dem Computer. Ich kenne jemanden, so der wohnt in deiner Nähe. Genau. Der fänd sich da voll aus, aber der braucht ab und zu Babysitter. So ist es. Und könntest du da nicht. Ne? Ganz genau. Und also ich kenne jemanden und dadurch habe ich auch einen Wert, weil ich eben die beiden zusammenbringe. Ja. Und dann wie funktioniert das dann konkret? Dann ist wieder wichtig, was gebe ich ein? Welche Informationen gebe ich ein? Ja? Ich gebe also einmal ein, ganz konkret einen Bereich, einen bestimmten Bereich, ja, damit man das zuordnen kann. Ne? Ob das jetzt wegen mir eine Produkt oder eine Dienstleistung ist oder ob es sich um den Frieden dreht oder um die Liebe oder um Partnerschaft oder. Ja? Also ich wähle einen Bereich, dann gebe ich genau eine Definition, also wie sehe ich wirklich richtig gute Wunscherfüllung und wie sehe ich auch richtig gute Fähigkeitserfüllung, ja? Damit das jeder sofort verstehen kann. Dann übernehmen wir den Standort, wo der Mensch sich zurzeit befindet. Das heißt also, wir können regional und überregional uns finden, ja, weltweit finden, wenn die Menschen das gerne möchten. Ja.
Dann geben wir Terminierungen an, ja, damit man sehen kann, in welchem Terminfeld bewege ich mich da, ja. Wenn jemand kurz-, mittel- oder langfristig sich etwas wünscht, ja, oder kurz-, mittel- oder langfristig etwas anzubieten hat, dann ist es eine wichtige Information, ja, die natürlich den Erfolg maßgeblich stützt, ja, und unterstreicht, ja. Dann gibt es entsprechend die Möglichkeit, dass man das freigeben kann. Das heißt, das darf dann das ganze Netzwerk sehen. Ja? Und es gibt die Möglichkeit für ganz sensible Wünsche, zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder Partnerschaftsbereich, darf man das auch nicht veröffentlichen. Dann wird das in einem internen Kreis behandelt und unterstützt. Damit also sowohl als auch eine Unterstützung stattfindet, ja, für alle Menschen, egal wo sie gerade stehen und was sie sich gerade wirklich von Herzen wünschen und was sie auch gerne von Herzen geben können. Ja? So, und dann sind wir natürlich über diese Welle, die wir bekommen haben, sind wir natürlich aufmerksam geworden und Botschafter haben uns gebeten zu einem Gespräch, ja, wo wir gesagt haben, es ist ein tatsächlich enormer Bedarf da, auch an Liquidität. Ja. An sofortiger Liquidität bei ganz, ganz vielen Menschen. Ja? Mhm. Dann haben wir unser freiwilliges Belohnungssystem komplett umgestellt. Wir haben es komplett über den Haufen geworfen und haben gesagt, wir helfen jetzt sofort. Das machen wir, indem wir eine Systempauschale haben, die sich jeder leisten kann. Da geht es nämlich um 5 Euro an die MHO und 5 Euro an den Botschafter. Also wir teilen uns, ja, mhm, die gesamte Einnahme, weil wir tun so, als wenn jeder unser System mitentwickelt hätte. Mhm. Ja? Und somit können wir alle 28 Tage, ja, 5 Euro ausschütten oder für 364 Tage, weil wir arbeiten nach dem Maya-Kalender, ja, mhm, können wir 65 Euro ausschütten, ja, an den Botschafter und hier in die Organisation, die dann wiederum Projekte unterstützen kann. Ja? Mhm. Das ist das Einzige, was an Kosten auf jemanden zukommt, ja, der sich mit uns organisiert. Er kann aber auch völlig ohne finanziellen Einsatz anfangen zu tippen, so wie wir das nennen, also sprich diese Verbindungsbrücke zu legen. Ja. Dazu haben wir eine zweite Variante geschaffen. Das ist genial. Das nennt man Failun, ja, und Failun arbeitet seit über 12.000 Jahren, ja, erfolgreich im chinesischen, im asiatischen Bereich. Und ich nenne das jetzt mal übersetzt für uns. Das ist nichts anderes, natürlich hervorragend, also positiv gemeint, als wie eine Leistungsdokumentation. Mhm. Man legt zwei Büchlein an, ja, und zwar ein Büchlein, wo man notiert, was man für einen anderen tut. Ja. Ja? Okay. Und in dem anderen Büchlein notierst du, was ein anderer Mensch für uns tut, ja, für uns selber. Ja. Okay? Okay. Diese beiden Büchlein dienen rein der Dokumentation. Mhm. Es gibt hier keinen, da sind keine versteckten Dollars oder Euros drin oder sowas. Ja. Das sind einfach nur Dokumente, die erfassen, dass ich etwas vielleicht für dich getan habe, ja, und dass andere Menschen etwas für mich getan haben. Und jetzt wird es interessant. Ganz bewusst habe ich jetzt andere Menschen genannt und nicht dich, weil es ist kein Tauschen, ja, ja, was da zustande kommt. Okay. Weil bei Tauschen ist es immer, immer ganz, ganz oft der Fall, oder ich sage mal ganz oft der Fall, dass wenn du jetzt vielleicht eine Leistung für mich hast, aber ich habe keine für dich, dann bin ich traurig, ja, ja, weil ich dir wirklich gar keine Unterstützung geben kann. Das passt nicht, ja. Ja. Diese Dokumentationen haben einen ganz, ganz anderen Herzensgedanken. Nämlich, ich halte fest, dass ich wegen mir 10-mal etwas für dich getan habe. Ja? Ja. Und 10-mal haben jetzt plötzlich andere Menschen etwas für mich getan. Ja. Und jetzt rufe ich dich an, ganz stolz, und sage, jo, weißt du was? Ich habe so viel Freude, ich habe so viel Leistung erhalten, ja. Ich streiche deine ganzen 10 Dinge, die ich mal für dich getan habe. Okay, also ich gehe jetzt mal von einem Zuschauer aus, der jetzt wirklich in einer miesen Situation ist. Wir kennen das, ganz viele Leute arbeitslos, früher Arbeitslosversicherung, heute Hartz IV. Denk an die Resonanz. Ja, gut, aber gut, ja, ja, aber es ist halt so. Und viele Leute, die zugucken, weiß ich, haben eben das Problem, dass sie sich wirklich in einer Situation fühlen, ich weiß nicht, wie ich damit über die Runden kommen soll. Genau.
die könnten jetzt auch Hilfe bekommen. Genau. Das käme sozusagen ins Buch. Genau. Und es kommt irgendwann zurück, aber sie sind nicht sozusagen verpflichtet zu sagen, ich kriege jetzt sozusagen Kredit und muss den in einem Jahr zurückzahlen, sondern es ist wirklich frei und fließt. Es hebt sich auf. Wir haben es in unsere Datenbank eingebaut. Ja, wir haben die EDV sofort beauftragt, Filoon in das Datenbanksystem einzubauen. Und Filoon bedeutet, ich kann es als Schlüsselwort wählen, also als Bereich wählen. Und diejenigen, die das tun, dokumentieren damit ganz klar, ich bin bereit, Filoon zu machen. Ja. Ja? Filoon zu geben, ja? Und Filoon zu nehmen. Okay. Ja? Das ist möglich jetzt. Ja? Super. Okay. Dann haben wir eine dritte ergänzende Aktion gemacht. Und zwar haben wir eine Seite geschaffen, die heißt 1111 als Zahl geschrieben plus mit dem Wort 1111. Und dann das Wort plus, .me, me, also mich. Ja? Ja. Diese Seite wertschätzt. Und zwar geht das folgendermaßen, die ist frei für alle. Die kann jeder nutzen, ab sofort. Ja? Wie funktioniert die? Sehr einfach. Wir alle kennen diese Floskel, wenn du mir was Gutes getan hast, dann sage ich mal tausend Dank. Ja. Ja? Hm. Daraus haben wir einen Gedanken abgeleitet, dass wir sagen, Moment, die 1000 ist eine Variable. Da kann man auch andere Zahlen nennen. Klar, ja? Andere Schwingungen, ne, in Gang setzen. Und ich kann ja Dank, kann ich ja auch noch mit Liebe, mit Anerkennung, mit Lob, mit Gesundheit, mit solchen wunderbaren Dingen ergänzen. Und das bildet eine sogenannte Wertschätzungseinheit. Ja? Okay. Die haben wir einfach mal als Idee vorgegeben, ja, die kann aber jeder Einzelne für sich individuell zusammenstellen, ja? Ja. Er kann also eine Einheit formulieren mit Liebe, Dankbarkeit, mit allen wunderschönen Dingen, Mitgefühl und so weiter, die ihn gerade beschäftigen, ja, und dann setzt er eine Zahl ein, ja, um einfach nur mal zum Ausdruck zu bringen, wie wertvoll das jetzt war, ja, und jetzt kann ich wegen mir 100 Millionen, ja, Liebe, Dankbarkeit und so weiter dir schicken. Ja. Ja? Und schenken. Ja. Ne? Weil du das hier tust, was du tust. Ja? Und da haben wir keinen Cent in die Hand genommen, sondern wir haben jetzt Wertschätzung geschickt. Ja? Und was bedeutet das? Stell dir mal vor, du bekommst jetzt eine E-Mail, da steht drin, der Jo Bauer, ja, hat dir 1 Million mal Liebe, Dankbarkeit und so weiter. Und da steht immer 1 Million davor. Immer 1 Million. Das ist Schwingung. Ja. Das ist Schwingung. Da geht richtig was. Ja. Ja? Und das ist etwas, was wir wirklich als Information weitergeben können. Und das geht komplett ohne Geld. Ohne irgendwelche Werte. Nein, da geht es um Wertschätzung, wirklich von Herz zu Herz. Ja? Mhm. Und das ist frei für alle möglich, damit also auch die Menschen, die jetzt vielleicht der Meinung sind, sie hätten das Gegenteil von finanzieller Fülle, ja? Die haben auch die Möglichkeit, über Filoon mitzumischen bei uns. Die haben die Möglichkeit, über 1111 plus Wertschätzung zu verteilen an alle Menschen, an alle Tiere übrigens, an alle Pflanzen, an alle Lebewesen. Mhm. Wir können im Wertschätzungssystem an alles, was ist, Wertschätzung verschicken. Jetzt kommen vielleicht dreimal Schlaue und sagen, ja, der kann ja gut erzählen, ein Tier hat ja keine E-Mail-Adresse. Das stimmt nicht. Die haben vielleicht im Internet keine E-Mail-Adresse, aber die haben in unserem Miteinander eine E-Mail-Adresse. Die Information kommt an und wir haben es ja gezeigt, übers Wasser eben die Gedanken, die wirken sich aus, eben auch ohne, dass wir sie jetzt über E-Mail oder Internet vermitteln, sondern ganz es kommt genau an. Ganz genau. Ja. Und darum geht es. Ja, dass wir aus der Erfahrung her jetzt ganz deutlich erkannt haben, es gibt so viele Menschen, ja, die sind herzensgut, das ist wunderbar, die haben sich komplett zurückgezogen, ja, da ist das komplette Gegenteil von Miteinander der Fall, ja, ja. Die können wir alle wieder in die Arme nehmen und sagen, kommt, ihr seid sowieso in dem Boot Erde, in dem Boot Universum, da sind wir doch alle drin, ja, jetzt schwingen wir mal richtig zusammen, ja, miteinander. Und dazu haben wir ein zweites Bild vorbereitet, damit wir mal einfach zeigen, wie einfach das ist. Schaut mal, wie schön.
das nochmal wieder in Gedenken an den lieben Herrn Emoto, ja, der gezeigt hat, wie Wasser sich darstellt, wenn Wasser die Information Liebe und Dankbarkeit bekommt. Ja. Wenn Wasser die Information Frieden bekommt. Seht euch das mal an. Ja. Ja? Und wie Wasser aussieht, wenn es das Gegenteil bekommt. Ja. Ja? Und deswegen achtet bitte alle darauf, dass wir den göttlich allerbesten Ton wählen, weil es sind nur Töne, ja? Es sind im Endeffekt nur in Anführungszeichen Töne. Die Melodie Universum heißt übrigens ein Lied, ja? Wir spielen ein Lied. Welches Lied wollt ihr spielen? Das hier oder das? Dann ist doch die Entscheidung klar, ja? Okay. Und darum geht es uns, ja? Dass wir miteinander uns erinnern an die Töne, um die es wirklich geht. Ja? Und wenn jemand sich wirklich aus der aktuellen Situation verbessern möchte, ja, dann gibt es nur einen Weg. Und da gebe ich ein sehr einfaches Beispiel. Jeder von uns kennt mittlerweile ein sogenanntes Navigationssystem ja, im Auto als Beispiel. So. Da gibt es eine technische Möglichkeit, da kann ich erfolgreich navigieren. Wie funktioniert das denn? Ganz einfach. Ich habe einen Start und ich habe ein Ziel. Ja? So. Und das können wir jetzt, und dazwischen liegt der Weg. So. Das können wir jetzt auf unser Leben übertragen. Wir haben eine aktuelle Lebenssituation. Ja? Ja? Dann haben wir unsere Wunscherfüllung. Ja? Mhm. Und dazwischen liegt ein Weg, dazwischen liegt ein Zeitfenster. Ja? Aber den Weg kennen wir vielleicht nicht, aber das Navi sozusagen kennt die Karte sozusagen, kann sagen, okay, diesen Weg musst du gehen, dann kommst du an das Ziel. Exakt. Und das Navi ist in uns drin, weil wir haben nämlich alle Informationen in uns drin. Ja? Okay. Und das bedeutet jetzt, wenn wir uns dessen bewusst sind, und das war für mich also lebensverändernd, ja, nämlich ich habe mir die Frage oder ich habe einfach die Antwort auf die Frage bekommen, wo befinden wir uns alle, wie wir da sind, wenn wir unsere Wunscherfüllung eingeben? Wo befinden wir uns? Kannst du das sagen? Wo befinden wir uns alle? Wir alle Menschen, wo befinden wir uns? An dem Startpunkt. Ja. Und das heißt, wir befinden uns in einer aktuellen Lebenssituation. Ja? Und da, um erfolgreich zu navigieren, da muss ich meine Wunscherfüllung eingeben. Mhm. Ja? Wenn wir das im Auto machen würden, was wir jeden Tag tun, ja, da würde uns das sofort auffallen. Weil, was machen wir denn in unserem Leben ganz oft? Wir geben die aktuelle Lebenssituation ein. Das bedeutet, unser Auto wird gar nicht losfahren. Ja? Wir befinden uns doch gerade da drin, ja? Und sagen, dass wir das Gegenteil von Fülle haben. Ja? Dass wir das Gegenteil von gesund sind. Das geben wir ein. Also Auto wird gar nicht losfahren. Ja? Weil wir kein Ziel eingegeben haben. Absolut. So. Ja? Oder das gleiche Ziel, wie unsere aktuelle Lebenssituation ist. Oder manche fahren richtig kräftig los. Ja, jetzt sind sie hoch motiviert, haben hier ein tolles Interview gehört vielleicht. Ja? Dann fahren sie los bis vorne an die Kreuzung und geben dann wieder ihre aktuelle Lebenssituation ein, die sie vor 2 Minuten hatten. Da wird das Auto rumkehren und sofort zurückfahren. Ja? Und das ist etwas, was wir dringend erinnern dürfen, ja, um uns da zu verändern. Beispiel, wenn du niest und irgendein Mensch niest auf dieser Welt, was wünschen wir uns dann? Gesundheit. Genau. Und das ist eine Überlieferung. Oder Schönheit, je nachdem. Da gibt es welche, die versuchen da noch was. Ja? Okay, also diese Gesundheit, ja, um die geht's. Und da geht's in allen Bereichen. Ja? Wir dürfen uns daran erinnern, ja, was ist unsere Wunscherfüllung, ja? Und alle Medien, die das Gegenteil von Wahrheit dokumentieren, ja, wenn ich diese Information gebe, ja, dann schwing ich in Form einer faulen Banane, ja. Dann sorge ich nicht für ein Miteinander oder dann mache ich nicht das Miteinander, sondern ich erreiche das Miteinander, indem ich hergehe und sage, ich befinde mich in einer aktuellen Lebenssituation. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder begriffen, ja. Was da los ist, ja. Und
Diese Information haben wir und jetzt wünschen wir uns die göttlich allerbesten Medien, Bewusst-TV. Ja? Da haben wir mengenweise Beispiele, die schon Wahrheit, ja, informieren. Ja. Und diese Wahrheit, die wir informieren, die ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das gute Bananen sind. Ich denke, das ist rübergekommen und das Prinzip ist auch klar. Lass uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Ja. Kannst du ein konkretes Beispiel, was ihr in der letzten Zeit erlebt habt mit Leuten, denen es vielleicht wirklich nicht gut ging? Konntet ihr da helfen? Gibt es da irgendwie, ja, Beispiele? Genau. Also da gibt es entsprechend Beispiele, die wieder mitmachen, die wieder im Leben sind. Ja, die sind total das Gegenteil von miteinander gewesen. Die haben sich riesig gefreut, dass sie hier Gesprächspartner finden, dass sie mit anderen Menschen sprechen. Ja. Sie können über die Postleitzahleingabe, können sie Menschen finden in ihrer Gegend, wo sie hingehen können. Sie können, ja, sich da treffen. Der eine hat keinen Computer, der andere hat drei da rumstehen, ja, dann sitzen sie zusammen am Computer und geben ein, ja. Mhm. Sie treffen sich, um Wünsche, also Wunscherfüllungen und Fähigkeitserfüllungen miteinander einfach als Information zu teilen, ja. Ja. Das entsteht, ja. Es geben Dinge, die Manifestation läuft im Moment rasend schnell, ja. Es gibt eine Familie, die hat sich von ganzem Herzen gewünscht, die war in einem wirklich totaler Gegenteil von gutem Zustand in der Nähe von Hannover, ja. Die haben, die kümmern sich um ganz liebevoll um 13 Pferde, ja? Ja. Und die sind mit allen Pferden erfolgreich umgezogen nach Spanien auf eine neue Farm. Mhm. Wo sie jetzt leben, ja, und wo die Tiere leben und wo alles wirklich miteinander funktioniert. Weil, ja, das ein Botschafter vermittelt hat, weil der wusste, da in Spanien, da gibt's einen Hof, da oder da habt ihr Platz und die warten, die brauchen Pferde oder wie auch immer. Diese Familie hat im Schwerpunkt den Erfolg gelandet, weil ich intensiv mit der Tochter gearbeitet habe und sie hat angefangen, komplett neu zu sehen. Und innerhalb von wenigen wirklich Wochen, ja, ist alles passiert. Diese Finca war schon verkauft. Ja, und dann ist es wieder zurückgedreht worden und sie können die jetzt anpachten, genauso wie sie es sich gewünscht haben. Ja, also wenn ich Wunschformulierung in einer vernünftigen Schwingung formuliere, erreiche ich Ergebnisse, das ist gigantisch. Ja, und immer wieder gesagt, und erstmal trifft man die Leute wirklich mit rotem Gesicht. Ja, ja? Mit, oh, die haben wegen mir die faule Banane noch quer im Hals hängen. Aber wenn man die ersten Gespräche mit ihnen spricht, vielleicht auch das ein oder andere Tränchen vergossen hat, ja, oder auch mal richtig zusammen geweint hat, weil es so das Gegenteil von lustig ist, ja, dann kann man aber wieder merken, wie sie aufblühen und wie sie hergehen und jeder kann das hier tun, jeder kann sich zu Hause hinsetzen und aufschreiben, ich genieße in Liebe und Dankbarkeit das göttlich allerbeste Leben, ja, ja? Das muss ich eingeben, wenn ich im Moment das Gegenteil habe, ja, ja, sonst komme ich da nie hin. Ne? Ja. So, und was wünschen wir uns? Wir wünschen uns gesundes Essen zum Beispiel. Das geben wir zusammen ein, das erreichen die Leute. Wir haben es geschafft mit einem unserer Botschafter, ja, der ist bereit, wirklich 100% Bio-Gemüse, ja, uns allen zur Verfügung zu stellen, zu einem Einkaufswert, ja, der ist unglaublich, mhm, ja, wenn man sich das mal wirklich vorstellt, ja, das ist möglich. Also, ja, da sind die Leute, die jetzt sagen, ich würde gerne gesund essen, aber ich kann es mir nicht leisten. Genau. Die könnte man jetzt vermitteln an den und zack, die Küste läuft. Er damit und dann geht's los, ja, ja, und die machen wirklich Bio, ja, ja, das ist, also da lege ich meine Hände für die. Ich merke, ja, das schon, Jo. Du bist kaum zu bremsen. Wir müssen dich aber ein bisschen einbremsen. Also wir können jetzt nochmal die Webseiten nennen, wo man das finden kann. Du hast ja schon eine erwähnt, die neue mit der 1111plus.me. Okay. Ja. Dann haben wir entsprechend, unsere Seite ist ganz einfach die mhofoundation.org. Ja. Ja, in einem Wort geschrieben, ja, und das Feilun-System ist bei uns direkt mit integriert, das findet man da. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ja? Das ist eine spannende Sache und wunderbare Sache. Du hast es gut dargestellt. Aber ich muss dich ein bisschen einbremsen, sonst kannst du wahrscheinlich noch 2 Stunden darüber erzählen. Das ist noch länger. Noch länger. Gut. Aber wir machen hier einen Break und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und ich hoffe, dass wir eben ganz viele Zuschauer eben, die jetzt auch denken, ja, ich hätte gerne Hilfe, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht und so. Die können das einfach kommunizieren und
Gerne. Ich möchte gerne mit einem Beispiel, so einem kleinen Gleichnis, das Ding hier abrunden, wenn ich darf. Ja. Ja, dazu habe ich zwei Sachen mitgebracht. Sichtbar zwei einfache Löffel. Ja. Und das Beispiel habe ich mal erhalten, als ich einen großen Vortrag gehalten habe in Bochum, in der Zeche. Und da hat so ein Starfotograf hat das gehört. Und ich habe immer in meinen Vorträgen ein Löffelbeispiel gehabt. Ja? Ja. Und dem widme ich das jetzt hier, weil der hat dann gewartet und hat gesagt, hören Sie mal, das hat mir gut gefallen. Ich habe auch ein Löffelbeispiel für Sie. Und dann hat er mir das erzählt und das begleitet mich seitdem und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Und das Löffelbeispiel sieht so aus, dass ein Mensch, der hier auf diesem Planeten gelebt hat, ja, ganz ein natürliches Leben geführt hat und kommt dann, wenn er körperlich aufhört, kommt er wegen mir am sogenannten Himmelstor an. Ne? Da steht der liebe Gott und nimmt ihn in Empfang und sagt, Mensch, hör mal, das, was du da gemacht hast, war ganz ordentlich. Ja? Du darfst dir aussuchen, ja, ob du in den Himmel willst, ja, oder ob du in das Gegenteil willst. Oh, sagt der Mensch zum lieben Gott, das ist interessant. Wenn ich die Wahl habe, ja, dann würde ich gerne mir beides ansehen vorher, bevor ich mich entscheide. Ja, sagt der liebe Gott, gerne, geht klar, machen wir. Ja, die zwei einigen sich dazu zuerst mal mit dem Gegenteil von Himmel anfangen, ja, und tippeln darüber und interessant, was passiert. Sie finden einen großen Raum vor. Und in diesem ganz großen Raum ist in der Mitte des Raumes ein ganz großer Topf mit Suppe. Ja? Und da sitzen ganz viele Menschen drumherum, stehen da drumherum und die haben ganz lange Löffel festgewachsen an ihren Armen und wühlen in der Suppe und schlagen sich gegenseitig und sind ätzend drauf und abgemagert und wirklich das Gegenteil von wirklich gesund und happy. Ja? Oh, sagt der Mensch, das ist ganz schön. Da gucke ich mir mal lieber den Himmel an. Okay, die beiden tippeln rüber zum Himmel und jetzt kommt das Interessante. Wieder großer Raum, wieder ein riesengroßer Topf Suppe in der Mitte des Raumes. Wieder ganz, ganz viele Menschen drumherum und all diese Menschen haben wieder ganz fest riesenlange Löffel an ihren Armen festgewachsen und sind alle satt, haben super Stimmung, haben da wirklich richtig Power im Himmel. Ja, der Mensch guckt ganz mit riesigen Fragezeichen den lieben Gott an und sagt mal, was ist denn der Unterschied? Verstehe ich, was ist denn der Unterschied hier? Ja? Ja, sagt der liebe Gott, ist ganz einfach. Die füttern sich hier gegenseitig. Ja. Ja? Und da hat bei mir schon einiges gefunkt. Ja? Mhm. Aber das, was das Schönste an diesem Beispiel ist, dass ich damals erkannt habe, dass wenn ich Himmel auf Erden leben möchte, ja, dass ich mich gar nicht selber füttern kann, sondern dass ich einen Himmel auf Erden dann habe, wenn ich das Vertrauen habe, dass dieser Stuhl, dieser Tisch, dieses Glas, dieses Licht, diese ganzen Menschen, diese ganzen Lebewesen um uns herum von Anfang an, wo ich körperlich geboren werde, sofort, völlig freiwillig, von Herz zu Herz mich füttern. Ja. Und das ist genial. Das ist Himmel auf Erden. Das ist wunderbar. Ja, das ist eigentlich das, was die Menschen im Herzen haben, aber wir haben es in dieser Welt teilweise ein bisschen vergessen und uns abgewöhnt und sind deswegen in einer Situation, wo wir sagen, wo wir uns mit den Löffeln gegenseitig auf die Köpfe hauen. Es ist eine Entscheidung, es wieder anders zu machen. Genau. Und du hast ein schönes Beispiel dafür, eben das Miteinander. Ja. Macht alle reich und es geht dann allen wieder gut. An der Stelle, meine Wunscherfüllung an der Stelle ist, wenn das hier irgendjemand gut findet, was wir beide heute hier miteinander besprochen haben, dann möchte ich von ganzem Herzen, dass ihr hergeht und dem Joe Konrad, ja, dafür Belohnung gibt. Ja. Gebt ihm Belohnung, schüttet den zu mit Belohnungen, der hat es echt verdient. Das ist wirklich wichtig und ich möchte gerne, dass ihr das alle ausstrahlt. Ich möchte das Querdenken, der liebe Michael Vogt, dass er das ausstrahlt. Dass der Frank Höfer mit Nuo Viso das ausstrahlt. Dass der liebe Norbert Brakenhagen über Time to Do das ausstrahlt. Mystica TV das ausstrahlt. Steinzeit das ausstrahlt. Strahlt das bitte alle aus. Übersetzt das in alle Sprachen. Ja? Und belohnt diese Menschen, die das hier tun, diese Bewusst-TVs, die nenne ich jetzt mal alle so. Die haben das nämlich verdient.
verdient, ja. Und da kriege ich Gänsehaut, weil ich kann sowas nicht wie du, ja. Aber ich kann eins, das kann ich machen. Ich kann die Menschen daran erinnern, alle Lebewesen daran erinnern, dass sie sich von Herz zu Herz unterstützen in einem Miteinander. Und wir alle, diese ganzen TVs, können sich in einem Miteinander unterstützen, indem sie mal das in Schwingung bringen, was wirklich was bringt. Dann können wir es posten in E-Mails, in den Anhängen da dran. Und dann leuchten diese PCs, dann strahlen die nicht mehr die faule Bananenstrahlung, sondern dann strahlen die mal wirklich göttliches Licht, ja, dann leuchten die Bildschirme und darum geht es doch hier, oder nicht? Auf dem Planeten. Wunderbar, ich danke. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Danke dir, Jo Bauer, alles klar. Ja, so bin ich. Und du bist Gott sei Dank so. Ja, danke dir. Alles Liebe. Ja, und viele, liebe Zuschauer, auch Ihnen alles Gute und wie gesagt, gemeinsam können wir das auch schaffen. Und nur wieder daran erinnern, dass wir das in uns haben und dass es die Menschen, den Menschen eigentlich ein natürliches Bedürfnis ist, gegeneinander sich zu helfen. Und wir haben das vergessen, wir können uns daran erinnern. Vielen Dank, Jo Bauer. Ich danke dir. Alles Liebe.